Ich bin Künstler aus Berlin und hier sind 10 Jahre Entwicklung in einer Minute runtergebrochen. Erstmal hat es angefangen mit, ich zeichne ein bisschen hier und da und skribbel generell einfach eher so vor mich hin. Mit 20 oder so wollte ich dann endlich mal besser werden im Zeichnen und habe dann angefangen mit Referenzen zu arbeiten und das hat ziemlich gut funktioniert auf Anhieb. Indem ich dann halbwegs mit Stiften umgehen konnte, wollte ich wieder zurück in die Acrylmalerei und habe erstmal einfach mit Schwarz und Weiß angefangen. Mit Farben war es auf jeden Fall erstmal ein wildes Auf und Ab, aber dann bin ich so in Richtung Sci-Fi und Fantasy gegangen und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Mein nächstes Ziel war dann realistischer zu arbeiten, damit ich im Endeffekt in der Lage bin, auch Porträts zu malen. Dann hatte ich so ein bisschen das Gefühl, Acrylfarben durchgespielt zu haben und habe angefangen mit Ölfarben und da bin ich ganz klassisch erstmal bei Landschaften gestartet. Der nächste logische Schritt waren für mich dann irgendwie Tierporträts, weswegen ich davon auch relativ viele gemalt habe. Ich habe dann nochmal so ein bisschen Fanart-Stuff gemalt, habe aber aufgehört, weil ich Angst hatte, verklagt zu werden. Dann habe ich mich endlich bereit gefühlt, auch Porträts zu malen. Da war ich dann auf dem Level, dass ich alles malen konnte, was ich will und dadurch wurden meine Ideen einfach immer nur noch schräger. Damit wären wir wieder in der Gegenwart und ich finde, meine Entwicklung in den letzten 10 Jahren ist fast so spektakulär wie du.